So, und was machen wir jetzt noch? Ich werde mal kurz schauen, wie das, was mein Getreide macht. Kann ich das von hier aus sehen? Tatsächlich. Da unten sehe ich es. Ich glaube, das sieht relativ reif aus, sofern man das von hier oben alles sehen kann. Das hat so einen leichten Gelbton. Na, dann schauen wir einmal, was das Getreide macht und schauen uns dann mal unser Werk von unten an. Also dieses neue Hochlager hier. Also schon schön. Das hat mir schon bei der Kopie gefallen und ich muss sagen, ich habe es zwar jetzt ein bisschen kleiner aus Versehen gemacht, als ich wollte, aber geht so auch. So, schauen wir mal. Rex ist hier irgendwie Monster unterwegs. Hier so Creeper oder so ein Kram. Da hinten ist ein rosa Monster. Hier siehst du das. Rex, ein rosa Monster. Aber was sehr schön ist, habe ich denn noch? Ich habe eine Werkbank. Rex, ich werde hier mal eine Werkbank aufstellen. Falls du nichts dagegen hast. Und werde mal aus Tropenholz ein paar Gatter machen. Falltür. Oh Gott. Gut, dass ich das noch gemerkt habe. Ja, Rex, das wäre was gewesen. Hätte ich alles verbraten hierfür. Für eine Falltür. Hätte ich 1000 Falltüren gehabt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das wird hier. Wenn ich jetzt zwei verschiedene Holzsorten nehme, was kommt da für ein Zauntor heraus? Ein ganz normales Zauntor. So, noch ein paar Zäune. Und noch ein paar Zäune. Und na, das. Okay, das lassen wir mal. Vielleicht brauchen wir die Stöcke ja doch noch mal. Was ist denn hier passiert? Rex? Hat hier ein Monster meine. Ich glaube, ich muss auch nochmal eine Holztür bauen. Sehe ich hier jetzt erst. Haben die im Schlaf, haben sie mir die Tür weggekloppt. Während ich schlief. Okay. Wollen wir sehen, ein Duell. Mal sehen, wer das besser kann, mein Lieber. Du triffst mich ja gar nicht richtig. Aha. So. Da müsste er eigentlich verbrennen, aber da war wahrscheinlich Schatten genug. So, die Zombies waren wieder unterwegs. Die rüpelnden Zombies. Hat er bis hierhin geschossen von da hinten? Also Kraft haben die ja schon. Das ist wohl wahr. Ei. Ei. Ei, ist das fein. Guckt mal an hier. So viel Weizen. Da fällt da mal Weizen da ins Wasser, aber das stört mich jetzt nicht. Oder Saatgut. Wie kleines Saatgut so platschen kann. So, dann schnell mal wieder aufforsten hier. Aussäen. So, und jetzt brauche ich eine große Fläche. Und das wird hier oben diese sein. Die ist ja relativ eben. Na, ja, da passen ja ein paar.
paar Tiere drauf. So, dann machen wir mal 22 plus 1. Da ist unser Das sind also 5 mal 5 wären schon. Na, toll wird es nicht hier. Es wird nicht der richtig große. Das richtig große Gatter wird es nicht. Aber ist ja auch egal. Huhn, das ist eigentlich für Schafe gedacht oder so. Aber wenn du unbedingt möchtest, vielleicht ist er ja sexuell anders veranlagt, hier dieses Huhn. So, ein Ding habe ich noch. Dann nehmen wir hier einmal die Tür und jawohl. So, das wird also unser provisorisches Schafsgehege. Jetzt müssen wir nur noch Schafe finden. So, Weizen haben wir genug. Erstmal außer Hand nehmen, nachher rennen einem die ganzen Schafe hinterher. Die ganzen Schweine hinterher, die man nicht will. Aber ein Schaf will man zum Beispiel haben, nicht? Schaf, okay, kommst du mit? So, ich brauche noch einen von dir, von deiner Sorte. Ja, die Hühner, die sich für Schafe halten. Das ist doch auch was Feines hier bei Minecraft. Da sehe ich doch schon was. Nee, das war eine. Das war kein Schaf. Das ist eine Küste da. Ja, bleibt erstmal da. Ich komme gleich wieder zurück und irgendwo müssen doch noch mehr Schafe sein. Da kann ja nicht sein, dass du das einzige Schaf bist, weit und breit. Du Schaf. Aber anscheinend doch. Ja, ich hatte doch mal so viel Schafe gesehen. Herrgott Sakra, wo sind die denn? Ganz am Anfang, wo ich hier aufgewacht bin, hier aus meinem betäubenden Schlaf. Ein Huhn, ja. Hühner hat sie genug. Na. Okay, dann nehmen wir mal mit, was kommt. Ist egal, erstmal alles mitnehmen. Wo ist übrigens mein Zuhause? Ich glaube, ich muss dem, muss ich jetzt dem roten oder dem blauen Pfeil oder dem Orgel, ich glaube, ich habe ich mich verlaufen. Das darf doch wohl nicht sein. Ich gehe einfach mal hier hin. Also hier bin ich irgendwie dann doch noch nicht gewesen heute. Ich muss dann doch da in die andere Richtung gehen. Eieieiei. Nee, ich bin hier auf dem Weg in das in die falsche Richtung. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich dann rechtzeitig wieder in die richtige Richtung komme. Bevor es dunkel wird. Ja, da ist ja ungefähr mein Zuhause. Also muss ich dem Blauen nachfolgen. Ich hatte mir das doch auch irgendwie gemerkt, weil Blau meine Lieblingsfarbe ist. Mein Gott. Ah ja, so Sonne. Mal sehen, wer schneller ist, du oder ich. Sonne.
Bleib oben, Sonne. Wo sind denn die Schafe jetzt? Hier sind nur Hühner, da ist das Schaf. Warst du das Schaf, das ich mal mitgenommen hatte? Oder bist du ein anderes Schaf, du Schaf? Kann doch wohl nicht sein, dass ich hier so weit... Ich will doch nur nach Hause. Ich bin irgendwie falsch, oder? Ich sehe meinen Berg gar nicht. Aber der müsste hier gleich kommen. Da ist doch da, da sind wir schon. Ja, genau. Ach, immer dieses... Immer das mistige Zeugs hier, dass er so langsam lädt, und weil man zu schnell rennt. So, Holztür bleibt drin. Ich lege mich schlafen. Adi.